Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Gomo, einem neuen Let's Play hier. Ich hatte gerade schon einmal ganz kurz reingeschaut, nur um die Einstellungen auf Deutsch zu stellen und ein bisschen die Lautstärke zu reduzieren, weil ich mach's mal einmal so, wie es war. Also das ist ein bisschen sehr laut. Deswegen habe ich es runtergedreht. Ich denke mal, ich werde die Lautstärke für das Let's Play anpassen auf eine angenehme Lautstärke. Wir drücken jetzt einfach mal auf neues Spiel und schauen, was passiert. Oh, sind wir das? Okay, wir träumen von Hunden. Wuffel! Wuffel jagt einen Schmetterling. Oh, der Schmetterling gelandet. Oh nein, was passiert hier? Okay, es wurde ein Albtraum. Gruselig. Oh. Okay, das hier ist unser Inventar. Das ist das Menü. Hier. Okay, ich habe hier geklickt. Ich bin aufgestanden. Was machen wir? Reden wir mit den Achseln und die ein bisschen Frischluft bekommen. Warum haben wir, also wir haben drei Gegenstände, die wir tragen können scheinbar. Da, ein Schlüssel. Wir haben unseren eigenen Reißverschluss aufgemacht. Bild von Wuffel. Soll ich machen? Ja. Was ist denn hier noch alles? Vielleicht doch noch mal ein bisschen laut die Musik, ne? Richtig ab. Okay. Guck mal, da oben auf dem Dachboden, da schläft eine Maus. Okay. Wir denn den Schlüssel? Okay, ist das unser Haus, die Schlüssel? Müssen wir da hin? Oh, guck mal da oben. Ja. Okay, gut, dann ist jetzt Schlüssel. So. Sind wir eigentlich? Unser Hund ist nicht da. Hier drin suchen. Ja, klar, jetzt fliegt auf einmal ein Alien vorbei, oder? Okay, alles klar. Unseren Hund entführt. Willst du mir sagen, wir haben noch 1:40? Okay. Wir ärgern den Maulwurf und seinen Fernsehempfang hier. Wir sind ganz schön gemein. Sultan's Factory. Okay. Suchen wir unseren Hund gerade? Okay. Das Spiel ist irgendwie ganz schön wild.
3 Sekunden später. 712 Minuten und die Wurzel aus 5. Ja, okay. 1,5 Tage, 5 hoch 2 Stunden später. Ah ja. Da sind wir angekommen. Wer ist das denn? Was ist das, ein Fläschchen? Nein, das ist Kreide oder was? Ein Stift? Wunderschön. On point. Das hast du auf jeden Fall ganz toll gemacht. WC. Erstmal hier oben gucken. Können wir nur hüpfen? Okay. Sagst du, da musst du ein bisschen abnehmen? Was wir hier alles finden können. Teddybär. Eine Pflaster? Ein Pflaster gewählt? Dann gehen wir mal aufs WC. Mal gucken, was da passiert. Okay, die Leiter ist nicht ganz. Okay, Zimmer Nummer 1. Okay, macht's hier einen Unterschied? Okay. Oh. Ja. Da haben wir, ein Häufchen gemacht, oder? Können wir hier nochmal einmal kacken? Nee, geht nicht mehr. Können wir hier kacken? Nee. Okay. Achso, das ist hier nicht oben, unten oder so. Das ist die gleiche Stelle. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir denn jetzt das benutzen? Ja, jetzt hoch. Ist ja hier fast Lara Croft und Indiana Jones Style. Was passiert hier eigentlich? Okay, das haben wir geschafft. Ah, guck mal. Müssen wir jetzt die X drücken, oder? Was hat er gesagt? War das nicht gut? Ja, muss da eine Münze rein, oder was? Ja, es war andersrum schon richtig, oder? Na? Ja, das war schon so richtig. Aber... Ja, aber können wir denn jetzt auch wieder rein? Dann möchte ich hier irgendwie ein... Ach so, Card! Please insert Card, sagt er, nicht Coin. Ich würde schon sagen, wo sollen wir jetzt Coin herkriegen? Okay, das war doof halt. Oh, was ist das denn hier? Können wir hier springen? So, nur runterklettern. Aber ich will hier hoch. Was ist das? Kann man das nachfüllen?
mitgenommen, was immer das ist. Wir machen schon wilde Bewegungen hier, oder? Ich habe das Gefühl, wir müssen erstmal da hinten schauen. Aha, okay, das geht gar nicht. Dann. Ja. Kann man jetzt was drücken? Wie hörst du? Hier ist ein Knopf, ne? Hä? Da? Jetzt. Können wir jetzt rüber? Hä, muss man den noch höher ziehen oder was? Geht nicht noch mehr. Warum nicht? Kann ich das irgendwie benutzen hier und nachfüllen? Hier. Ach, Motoröl oder so. Oder Dingsöl, Zahnradöl hier. Ja, die ganze Pulle drauf, oder? Mehr hilft mehr, oder? Aha, jetzt funktioniert das auch. Okay, okay. Was ist das? Was will die Maus hier? Sultans Excavator 4000. Also Sultans Ausgraber oder Grabmaschine oder so. Do you want to feel heaven underground? Then Sultans Excavator 4000 is just for you. Möchtest du gerne den Himmel im Untergrund spüren? Dann ist Sultans Ausgrabungsmaschine 4000 genau das Richtige für dich. Okay, also hier steht, dass unten die Einschaltknöpfe sind. Die Pedale machen nichts. Hier hatte ein Bohrer. Und eine Greifzange, mit der er Steinchen aufheben kann. Super. So, gucken wir uns mal weiter. Und was hat denn hier die Maus? Warte mal. Was ist hier denn passiert? Wo kommt das Bein? Also jetzt aber, ne? Was schauen. Verzeihung, ich bin so fertig in letzter Zeit. Das Wetter ist echt zu warm. Was passiert hier eigentlich? Wurden wir jetzt verklopft von dem Schrank? Okay. Was haben wir denn da in den Kopf gekriegt? Packen sie einfach ein erstmal, ne? Erstmal egal. Was ist das? Okay, gucken wir mal. Kann ich hier drücken? Aha, guck mal. Da gehört das hin. Ich weiß zwar nicht, wie die gehören. Okay. Das hat geklappt. Überraschenderweise. Kann man jetzt irgendwas machen? Okay. Geht's nicht weiter?
Und da geht's auch nicht weiter. Hä? Jetzt bin ich aber verwirrt, ne? Kann man noch was mitnehmen? Wir können nur hoch, aber hier können wir nichts machen. Wir können nicht wieder zurück. Wir können nicht hier drücken. Ach so. Man muss die einzelnen Knöpfchen muss man drücken. Also wir mussten den unteren drücken, damit die Tür hier aufgeht. Okay. Ich weiß nicht, das ist der Ausgrabungsroboter. Jetzt ist aber die Frage. Wo sind denn die Steuerknöpfe dafür? Sind die das? Nein. Ah, hier ist die Konsole. Hier ist der Bohrer und hier ist der Gräber. Okay. Ah ja. Haben wir doch gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt müssen wir mit dem Ding. Oh. Okay, irgendwie. Okay, das wird ein bisschen kompliziert hier. So. Haben wir es geschafft? Okay, noch mehr können wir nicht bauen, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wo das hingegangen ist. Oh, da oben. Computer? Jetzt wird der Stein geprüft. Jetzt wird er eingesaugt. Okay. Ich möchte mal einmal das Ding hier lesen, wenn das geht. Also der Stein wird gemessen. Wenn er groß ist, geht er da rein. Wenn er klein ist, wird er hochgesaugt. Okay. Aha. Du hast das Bonusspiel entschlüsselt. Okay. Können wir hier hoch? Lass mal ein bisschen hingehen. Okay, hier kommen wir nicht weiter.
Wie sollen wir jetzt hier einen großen Stein herkriegen, ist die Frage. Kann hier irgendwas lesen? Nö. Okay, na. Das wollte ich gar nicht. Kann ich jetzt hier nochmal drücken? Haben wir einen Fehler gemacht? Hätten wir da sofort hochgemusst? Ist das ein Auge? Okay. Drücken wir das. Ach, das ist eine CD. Oh oh, wir haben irgendein Virus hochgeladen. Error, error. Okay. Jetzt läuft das Band die ganze Zeit. Das ist ja nicht schlecht. Trifft uns die Maschine jetzt? Ja, Glückwunsch, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind hier in dem Röhrchen. Das hat doch wehgetan, oder? Ja, habe ich mir gedacht. Oh oh. Jetzt auf einmal, was passiert? Hat der jetzt auf einmal hier Ninja-Reflexe oder was passiert? Oh. Okay, okay. Kann ich hier rausgehen? Oder kann man hier noch weiter nach da gehen? Okay, das geht nicht. Kann man hier was drücken? Hier, ein Knopf. Und ist das eine Waschmaschine? Kann man jetzt den Knopf drücken? Nee, immer nicht. Nochmal drücken? Ist er gewaschen? Und jetzt? Ich frage mich, was jetzt hier als nächstes passieren soll. Können wir den nochmal tragen? Nein, können wir nicht. Und jetzt haben wir auch nichts. Durch die Tür kommen wir nicht. Also es lässt sich nicht überall hinklicken. Sowieso nur an ein paar Stellen. Hier ist eine Schnur, aber... Ah doch, das geht. Das hier dran machen. Ah ja. Das ist gar nicht so doof.
Tschüss.